Und herzlich willkommen zu einer gruseligen Adventure Map. Heute dabei ist der. Entschuldigung. Jedes Mal passiert mir das. Ja, der ist einmal nicht dabei. Mit dem Cheddar. So rum. Andersrum. Genau, wir spielen heute einmal Minecraft Amnesia. Amnesia ist ein normales Horror-Game eigentlich und das ist die Adventure Map dazu. Ja. Würdest du noch irgendwas hier vorlesen? Wir sind gespannt. Ach, das ist nur so ein bisschen Einstellung. Mr. Bla, yada, yada. Wenn ihr das spielen wollt, dann macht es einfach selber. Genau. So würde ich sagen. Der Download-Link ist natürlich wieder unten in der Beschreibung so. Adjust your brightness, das hatten wir auch. Die zwei Blöcke davon sind schwarz, das ist gut. Und dann hier both blocks look black to me. Genau. Alles klar. Du hast die Ehre, gib ihm. Ja. So, wenn wir jetzt hier reingehen, geht's los. Abfahrt. Oh, damn it. Oh, ich krieg mal Herzenschaden. Alter. Ja, ich seh gar nichts. Wenn das so dunkel bleiben würde, wäre cool irgendwie. Oh, ich seh gar nichts. Oh. So, jetzt wird's hell. Ja, cool. Ist auch schön dunkel. Daniel hatte doch. Daniel. Er wiederholt sich. Warte mal, was ist das hier? Ist das eine Tür? Oh ja, oh, hier ist eine Tür. Oh, das sind so geile Ingame-Sounds. Oh ja. Also, das ist unsere erste Aufnahme. Wir schicken uns nämlich gleich gegenseitig die Tonspuren zu. Aha. Damit ihr eine bessere Audioqualität bekommt. Und ich höre jetzt den Ingame-Sound nicht so ganz so laut. Also. Break me, ich glaube. Ist ein bisschen komisch. Ich glaube, Fackeln dürfen wir abhauen. Genau, so war das. Genau, soweit habe ich das auch schon mal bei jemandem gesehen. Also, ich habe mich extra nicht gespoilert. Ich habe noch eine Minute direkt abgeschaltet. Aber ich die Tür gesehen, hört dass sich cool das an. Hat. Ja. Boah, so richtig oldschool. Okay, alles klar. Es ist ein bisschen arg dunkel, aber okay. Oh. So richtig oldschool. Sieht schon geil aus. Wo gehen wir hin? Geradeaus oder rechts? Also ich habe es ein bisschen heller gemacht, als kleinen Tipp vielleicht für dich, weil auf YouTube wird sowieso dunkler gemacht und dann okay. Hinterher kann man gar nichts mehr sehen. Deswegen habe ich so fast auf 50% wieder. Ah, ich mache mein Sichtfeld, ja, Grafik, ja, habe ich auch. Also das müsste okay sein. Okay. Oh, damit. Oh. 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 Ah, laggy, wegen dem Sound. Okay, wo gehen wir hin? Links oder geradeaus? Oh, hier ist nichts. Gar nicht. Warte, kommt man hier einfach weiter? Lang. Nee, da ist nichts. Okay. Du darfst hier lang gehen, hier ja, ich bin da. Ich bin da. Oh, und hier ist ein Kopf. Oh. Mhm. Ist das hier ein Button? Sollen wir mal drücken? Ja, drück mal, komm. Komm, Jolo. Push the Button. Oh, die Mucke. Oh, die Mucke ist richtig hart. Oh, hier sollen wir Fackeln wieder mitnehmen. Danke. Ah, okay. Cool. Das ist cool. Ne, ist nichts drin. Hab ich die jetzt? Hast du eine? Hast du zwei? Gib ich mir mal bitte eine. Ich hab zwei, warte hier. Ja, was willst du denn damit machen? Hier. Licht. Oh, da vorne, da ist halt. Oh, das ist gut. Oh, sehr schön. Nicht bei dir? Nee, warte mal. Hö, ich geh mal durch einen anderen Gang. Aber mir geht's eh nicht weiter. Da ist ein Loch. Aber nee, da komm ich nicht raus. Ich komm zu dir. Ich glaube, da geht's weiter. Ja. Ich glaube auch. Oh, da ist noch eine Tür. Nee, da ist nichts mehr. Ja, doch, da ist wieder Blut. Hier ist auch Blut. Oh. Und hier oben ist der Jedi. Oh, Alter, fuck. Oh nee, ey. Oh, geh niemals vor. Man, ich seh nix. Du hast ja Fackel, nimm die Fackel mit. Ja, ich hab ne Fackel, ja, aber weiß nicht, dürfen wir die hinstellen und wieder wegmachen? Ja, genau. Ich glaube schon, klar. Ja. Oh, natürlich, dafür sind die ja da. Also, ich weiß nicht, das hier ist kein Dynamic Light Mod oder so drauf, ne? Nee, haha. Wo gehen wir hin? Klar. Weiß nicht, hier lang oder da lang? Ich geh erstmal in die erste Tür rein. Rein. Hier ist was? Alter! What? Oh, nee. What the fuck? Ich bin tot! Oh nee! Damn it! Wer ist er denn? Voll der Miniman, ey! Jedi Crew wurde vom Zombie erschlagen. Oh lol! Alter! Oh nee, wir sind draußen, ne? Oh, verdammt, ja, das ist irgendwie buggy, dummerweise. Der Spawn. Okay, egal, dann geh mal wieder rein, teleportiere mich mal zu dir. Ja, deswegen seht ihr auch, war ich auch im Game-Mode schon, bei Game-Mode 1, weil wir da nicht reingekommen sind, also nicht, weil wir nicht standardmäßig im Spawn waren und ich hier, glaube ich, hier ging es rein, so. Ey, das ist der absolut beste Anfang, den ich je in irgendeinem Horror-Game hatte. Krass, pass auf, warte mal, komm mal zu mir.
TP mich erstmal. Jeddah zusammen. So, und dann mache ich mal, ich hole mir schon zwei Betten. Mhm. Ein Bett und. War da ein Schwert drin in dem Item-Frame, was du da hast? Nee, ich glaube nicht. Warte mal. Hier, da ist ein Schwert drauf. Lass mal schön pennen. Und dann haben wir nämlich hier einen Spawnpunkt. Ich denke, das müsste eigentlich dann die Sache fixen. Okay. Hoffe ich doch zumindest so. Ja. Jetzt tun wir die natürlich wieder auch. Oh nein! Ich bin schon durchgegangen. Ah, okay. Wo sind wir jetzt? Ja, wieder da, wo wir angefangen haben. Bist du auch hier? Nee, lustiger. Nee, ich bin noch. Mich hat's nicht geportet. Warte, ich komm. Ja, ich pick dich einfach mal dann ja, zu mir. Ja, ich bin da. Okay. Okay, alles klar. So. Direkt ein kleiner Horrorschock am Anfang. Ey, brutal. Ich zähl halt voll nix. Ich weiß auch nicht, wo bist du? Ah, du bist da vorne. Ich bin einfach weitergegangen, da okay. Wo wir eben auch lang gegangen sind, gehen wir einfach klar. Auch wieder hin. So. Ah, hier liegt ein Itemframe mit einem Schwert. Was hat der denn da für eine Waffe? Da kannst du doch gar nicht gegen wehren. Ja, ich bin gerade auch... Zwei Hits, ne? Ja, ist tot gewesen. Ja, extrem krass. Und der kommt 100% wieder, Mann. Geh nicht in die Kleiderschranktür rein. Oh, da steht jetzt ein Villager. Wo? Ah, den hätte ich nicht sehen sollen. Da gehe ich jetzt nicht wieder rein, danke. Kennst du das Spiel Amnesia eigentlich? Also Amnesia ist ja so eine Art Schloss. Das soll ja so eine Art Schloss darstellen. Ja. Und hier ist arg dunkel. Ich tu mal... Okay, hier hat es eine Fackel. Die nehme ich mal mit. Okay. Ich verstehe das gar nicht. Okay, ja doch. Ich weiß also nicht. Die Fackeln sind ja auch im normalen Spiel. Du kannst Öl und Fackeln finden und dich damit dann halt ein bisschen fortbewegen. So, und das was, soll was das weiß, ja auch darstellen. Was war auf der anderen Seite jetzt? Nee, nicht reingehen. Da kam der Typ. Scheiße. Als ich reingegangen bin. Da ist der gespawnt. Pass auf, nicht reingehen. Jetzt mache ich schon wieder denselben Scheiß. Come on. Gib mir die Fackel. So. Okay. Oh, krass. Hey, hier ist doch gar nichts. Was muss ich jetzt hier tun? Oh, okay, jetzt geht's wieder was ab hier, warte. Ah, okay. Oh. Ah, okay, ein kleiner Port. Alter. Oh, ja, geh mal alleine da weiter. Ich rap dann doch lieber hier hin. Was ist hier drin? Oh, da hinten hat's Fackeln, die hol ich mir. Come on. Zwei Stück. Oh ja, geil, Fackeln. Aber ich wette mit dir, also dass das eigentlich so... Warte mal, kommen wir da hoch mit dem... Oh, mit Wasser kommt man hoch. Da oben ist bestimmt was, come on. Komm einmal, können wir uns ja gönnen. Ja, Mann. Hallo steht hier. Hallo? Hallo. Hallo, what's going on here? Nothing, okay. Ich geh mal wieder raus, hier ist ja nix. Unten geht's auch nicht weiter. Noch? Nee. Okay, alles klar. Oh, lass mich hier raus. Die Musik ist aber schön, finde ich. Ja, die Musik ist echt schön, also richtig. Geh da nicht rein. Mann! Doch, natürlich, wir gehen überall rein, da hinten hat's Fackeln. Hörst du nicht den Sound? Hier war gerade so ein ja, Sound. Aber guck mal, hier ist der dicke Barbo am Start. Ich glaube, dass das so ist, dass die Fackeln, wir dürften die eigentlich bloß einmal hinsetzen und dann dürfen wir die nicht wieder wegmachen. Ja, genau. Ich glaub, damit man sich den Weg so ein bisschen bahnen kann. Ja, ich glaube, das spielen wir auch so ein bisschen. Und vor allem, weil es hier zum Beispiel extrem dunkel. Ja, ihr setzt jetzt einfach mal eine Fackel hin. Ups. Also wieder zugemacht. Oh, jetzt geht die nächste Etappe los. Mucke. Ich hab voll Schiss vor den Ecken, Mann. Ich hab voll Schiss vor diesen Zombies, dieser kleine Mini-Zombie da. Wird der uns halt einfach mal weggesnickt dort? Oh, da ist ein Schrank. Ja, ich wusste gar nicht, was tun soll, weil schlagen kann ich ja nicht. Ja, doch. Ich hab eine Fackel, ich kann ja nicht mit einer Fackel schlagen. Ja, also nicht viel schlagen. Oh, was? Take the paper. Take the paper. Okay. Nimmst du Papier mit? I don't know if there'll be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. Oh, God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum. Find Alexander. And kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. Okay. He will be no match for you. Wir sind young and strong. One last thing. Warte. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him.
Okay. Alter. Kollege. Da kann ich mir aufdrehen, der Typ. Also, ja, ich habe versucht, so ein bisschen der Story zu folgen. Ich glaube, wir müssen einen Trank slurpen. Wir müssen die alle mitnehmen, glaube ich. Lass mal nicht slurpen, lass den einfach mal mitnehmen. Also, ich habe nur hat einen. Hat er irgendwas davon gesagt, dass wir einen slurpen sollen? Trank der Regeneration habe ich. Warte mal, hier ist ein Schalter. Ich habe Trank der Vergiftung, Trank des Feuerresistenz-Ding und Nachtsicht. Okay, soll ich mal drücken? Also, zumindest in dem Teil von dem normalen Spiel war das halt so, dass man vier Tränke zu einem Gebräu zusammenbrauen musste und das war so ein Gifttrank oder sowas. Drück einfach mal. Deswegen slurpt die mal nicht. Oh, hier. Oh. Okay. Oh Gott. I'm here and with a short map, but it was the first on. Was? I will make more maps of Amnesia. Please help me and show me your support. I would like really. Also, okay, das war eine kurze Map, aber er macht mehr Maps und sowas. Und da würde ich sagen, war das so der. Darf ich die Abmoderation machen überhaupt? Wie, das war alles? Ich glaube, ja, das war, glaube ich, die Abmoderation. Aber es gibt ja einen zweiten Teil von der Map. Ja, aber hallo? Ja, Amnesia Part 2 haben wir auch runtergeladen. Ja, also Abfahrt. Und dann werden wir das so als zweiten Teil dann direkt benutzen. Dann war das jetzt hier so eine kleine Einführung. Ja, extrem cool, aber ich bin irgendwie leicht. Okay, extrem ja, cool, aber ich weiß nicht, ich glaube, hier geht's nicht weiter, so weil ich das sehe. Das war halt. Ja, das hört sich auf jeden Fall nach Bye-Bye an. Ja, genau, weil wir haben ja. Ich habe extra mit dem ersten Part angefangen. Ich habe beide Parts runtergeladen. Komm, wusste auch, dass es einen zweiten Part gibt. Lass mal die Tränke slurpen, wir probieren es aus, was passiert. Okay, ich trinke mal den Nachtsicht. Alter. Also ich sehe jetzt hier zumindest Dings. Alles ja. Ganz schön hell. Ich habe Getränk der Vergiftung, damit würde ich mich, glaube ich, töten. Ja, keine Ahnung. Ja, gut, in dem Fall. Cool, dass ihr dabei wart und ich bin ein bisschen verwirrt. Aber naja, was soll's. Hey, lasst uns doch einen Daumen oder einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann schaut einfach bei dem Cheddar vorbei oder bei mir. Und genau, ja. Bei mir, weil ich es annehmen könnte, dann vorbeischauen. Könnt ihr auch die Folge da nochmal gucken. Und, ja. Ansonsten freuen wir uns auf Part 2, oder? Genau, definitiv. Alles klar. Bis dann. Cheerio. Bye, bye.